Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie jetzt hier begrüßen zu können zu diesem Konzert als sozusagen als Vorspiel zu der Vernissage, die gleich erfolgen wird. Was für mich immer wichtig ist, so als selber als Musikerin auch junge, hochbegabte Studenten oder auch Jungstudenten zu unterstützen. Ja, ich freue mich sehr, Sie jetzt eine Stunde mit wunderbarer Musik beglücken zu dürfen. Genießen Sie es und wir sehen uns dann gleich wieder. Viel Spaß! Willkommen zu dieser Vernissage, diesmal mit der Künstlerin Dao Droste, die uns ja schon einmal vor fast 5 Jahren beehrt hat mit ihrer Ausstellung 2017. Und es gibt Künstler, die stellt man einmal aus, es gibt Künstler, die stellt man zweimal aus. Und Dao, ich hoffe, ich kann dich auch noch ein drittes Mal ausstellen in 5 oder 10 Jahren. Ja. Vielleicht kommst du einfach mal nach vorne und zeigst dein Gesicht in unsere goldene Mitte. Jetzt möchte ich doch gerne auch ein paar Fragen an dich stellen, was uns auch so an dieser Kunst hier sehr interessiert. Es ist ja, wenn man hier reinkommt, ein Farbenspiel. Man glaubt, man ist im Frühling oder im Sommer angekommen. Woher nimmst du diese Fröhlichkeit in diesen dunklen Zeiten?
Das sind die Farben in meiner Kindheit, denke ich, die, also Kindheit und aufgewachsen sein in Vietnam. Es gibt immer Sonne, gab immer Sonne, jeden Tag für mich, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Ja, aber das Interessante ist ja, dass diese Bilder so wahnsinnig farbig sind, aber trotzdem in sich ruhen und eine fast meditative Ruhe auch ausstrahlen, trotz dieser wahnsinnigen Farben, die da drin sind. Hat das was mit dem Taoismus zu tun? Ist das etwas, was da reinfließt? Ja, ich kann mal aber ganz einfach sagen, mein Ziel oder meine Empfindung ist das Streben nach Harmonie. Und das ist auch versteckt im Taoismus oder in vielen anderen Philosophien. Ich glaube, das ist unser Ziel. Und wenn die Farben harmonisch nebeneinander und andererseits, das darf nicht flach fallen und langweilig werden, sondern die unterstützen sich gegenseitig, aber in einer Harmonie. Ja. Wie sieht das aus? Manche Bilder sind ja hier sehr abstrakt gehalten. Bei anderen Bildern erkennen wir ganz deutlich Figuren, Menschen. Was leitet dich dazu, Menschen zu malen und so wie du sie malst, zu malen? Was veranlasst dich vielleicht auch ein Tier Also, ja, zuerst zum Thema Abstraktion und Figuration. Also ich habe eigentlich am Anfang ganz abstrakt gemalt. Und irgendwann wird das immer konkreter. Und dann manchmal ist dann weg. Ne? Und ich denke, wie ich, sag mal, ich bin irgendwo nicht so weit weg im Weltall. Aber ich gucke dann, und wenn ich nahe komme, Makro und Mikro, das sind die Situationen. Wenn ich näher komme, dann sehe ich sie, aber wenn ich sie viel näher betrachte, dann sehe ich sie wieder nicht mehr. Das ist dann alles abstrakt. Also immer so dieser Fokus hin und her. Mich interessiert eigentlich natürlich das Thema Verbundenheit. Das ist unsere Ausstellung. Ich habe gesehen, es gibt auch sehr viele Bilder von dir, die eben denselben Titel haben. Das heißt, es ist ja etwas, was dich auch nach wie vor über Jahrzehnte, nehme ich mal an, beschäftigt. Ja. Jetzt auch gerade in Anbetracht natürlich deiner Weltanschauung, also auch als Taoistin. Und du sagtest ja, dass es eben sehr viel um Harmonie geht. Mhm. Inwiefern verbindet sich das eben mit der Verbundenheit? Also natürlich, wir Menschen untereinander sind miteinander verbunden. Und ich glaube, es betrifft ja nicht nur die Menschen, oder? Nein, wir sind ein Teil vom Ganzen, ein Teil vom Kosmos, ne? Ein ganz winziger Teil. Und alle sind miteinander verbunden. Ich möchte gerne über deine Skulpturen reden. Wir haben also die wirklich schönen Tonfiguren, die da auf dem Boden stehen. Warum oben auf dem Kopf, warum sind da Löcher? Ja, die Öffnung zur Welt, ja, zum Kosmos, und da kann die Seele reinkommen und rauskommen. Und seit der Zeit bin ich glücklich, ich habe eine Antwort. Ja, dann sind wir jetzt auch soweit fertig, ja, mit dem Interview. Sie haben jetzt gleich noch die Möglichkeit, mit Frau Droste hier vielleicht selber einen kleinen Rundgang zu machen. Sie ist ja hier, sie steht Ihnen zu Fragen ganz zur Verfügung. Auch wir sind hier und beantworten gerne, soweit wir können, Ihre Fragen. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen erstmal noch viel Spaß beim weiteren Rundgang mit Dao Droste. Vielen Dank.